Back at it. Jetzt mit dem zweiten Vlog dieser Woche. Ich versuche wieder ein bisschen in den alten Rhythmus zu kommen. Und zwar, ja, heute steht einiges an. Ich habe mich gerade angezogen, frisch gemacht. Wichtig und richtig. New York Varsity T-Shirt, Football Vintage Tee. Den leichten Vintage Cracks sieht man auf der Kamera jetzt nicht so gut, aber da sieht man einen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Meine Lieblingshose, die Umbro Supreme Jackie. Details. Wichtig, Cap, Sonnenbrille, AirPods, alles wichtig und richtig. Heute geht's in die City. Ich werde ich muss einen Vlog, ein paar Videos schneiden. Ich muss neue Caps abholen. Ich muss kurz beim Papa vorbeischauen. Und die Jungs, Bloody D und Bloody Dior und Bloody Osiris, haben heute so ein Pop-up. Garage, keine Ahnung, was Sale, die verkaufen ihre alten Klamotten in der Pop-Up-Location, wo auch MLMH ist. Und da ist heute ein Event, da schaue ich vorbei. Und ja, ansonsten, ne, würde ich sagen, warte ich noch auf Filmbilder, ein paar MLMH-Shooting-Bilder, die noch entwickelt werden müssen. Und ja, der Rest ist relativ spontan. Also abends gibt es noch so eine Afterparty von Dior und von Osiris. Und da werde ich wahrscheinlich auch entsteppen. Aber eins nach dem anderen. Deswegen, let's go! So, wir haben uns jetzt frisch gemacht. Gerade T-Shirt in der Post angekommen. G-Unit Vintage T-Shirt, das ich mir vor einem halben Jahr bestellt habe. Komplett vergessen habe. Das hat dann auch mal den Weg zu mir nach Brooklyn geschafft. Grill ist drin und ja, jetzt geht's zum Pop-Up-Event, kurz den Jungs Hallo sagen, Lage abchecken und dann wird gearbeitet, ne? Denn von nichts kommt nichts, Freunde der Nacht. Von nichts kommt nichts. Übrigens Shoutout auch an dieser Stelle an alle Deutschen, die jetzt in den letzten zwei, drei Wochen im Pop-Up-Store waren. Da kam wirklich gefühlt alle zwei, drei Tage drei, vier, fünf Jungs rein. Mädels auch und haben ja supported. Mit denen habe ich gequatscht, gechillt, keine Ahnung, das eine oder andere Bild gemacht und ja, an dieser Stelle wollte ich mich nochmal dafür bedanken. Das ist crazy, dass man sogar hier als Deutscher in New York dann irgendwie supported wird. Dementsprechend, Kuss geht raus. How you good? Gerade noch kurz dem Bro beim Schließen geholfen. Yes, hi to the Vlogski. Vlogski. Und jetzt gehen wir, ja, sind wir auf dem Weg zum Abendessen, schön zum Italiener des Vertrauens, Pepe Rosso. Hier, super schöner Sonnenuntergang. Lieben wir doch, Freunde, lieben wir, lieben wir. Wir sind jetzt angekommen bei Pepe Rosso, Italiener des Vertrauens, wie gesagt. Houston Street in Soho und ja, jetzt gehen wir eine kleine Pasta gönnen. Danach gehe ich wahrscheinlich zurück zu Lyria, weil ich noch ein YouTube-Video zu Ende schneiden muss und danach geht es auf die Thank you. Und danach geht es auf die Bloody Dior, Bloody Osiris After Party und ja, ich hoffe, dass ich da auch filmen kann. Ich weiß nicht, ob das Handy abgenommen wird oder nicht, weil das passiert hier manchmal bei gewissen Afterpartys. Aber wenn ich ein paar Eindrücke festhalten kann, dann werde ich die definitiv reinschneiden. So, ich bin jetzt
ist jetzt 11 Uhr abends. Ich bin jetzt bei Lyria fertig, habe Schluss gemacht, habe den Laden zugemacht, habe das den Vlog hochgeladen. Das heißt, morgen kommt der erste Vlog raus. Und ja, ich habe mein T-Shirt gewechselt. Einmal am H-Football-Tee und jetzt geht's ab zur Location für die Pop-Up-After-Party. Und da treffe ich dann Homies, da treffe ich dann Bloody Osiris, Bloody Dior. Scheiße, ich habe ein bisschen leise gesprochen, aber ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich bin mäßig müde, um ehrlich zu sein. Aber manche Sachen sollte man sich einfach nicht entgehen lassen. Und da würde ich die Party heute auch dazu zählen. Deswegen, ne? Nur die Harten kommen in den Garten, Freunde.